Wir sind hier an einem Ort, der wie kein zweiter zur Intention unserer Vereinigung passt. Und es ist gut, dass wir quasi als nächsten Höhepunkt unserer Mitgliederversammlung Preisverleihungen vornehmen, die entgegen diesem Ort, der ja geschichtsträchtig ist, zeigen sollen, was in der Gegenwart passiert. In der Topographie des Terrors in Berlin verlieh der Verein gegen Vergessen für Demokratie am 24. November wie in den Vorjahren zwei Preise für herausragendes bürgerschaftliches Engagement. Dabei trafen Deutschland auf Griechenland und Schule auf Fußball. Nach der Begrüßung durch Wolfgang Tiefensee hielt der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, die erste Laudatio des Vormittags. Sie galt den Schülerinnen und Schülern der deutschen Schule in Athen und der Lyzeen Distomo und Kalarita, die für ihre Projekte zur Aufarbeitung von Verbrechen der deutschen Wehrmacht in Griechenland den Waltraud-Netzer Jugendpreis erhielten. In jedem Jahr besuchen die Schüler der 10. Klassen der deutschen Schule in Athen, Schüler in Distomo und Kalarita und arbeiten diese Vergangenheit gemeinsam auf. In dem Projekt erfahren Schülerinnen und Schüler an den historischen Orten und im Austausch mit Gleichaltrigen unmittelbar, dass die Geschichte sie heute immer noch betrifft. Aber sie sprechen gleichzeitig auch über aktuelle Geschehnisse in Griechenland und Deutschland. Stellvertretend für die Schulen, unterstützt auch durch eine Videobotschaft der Zuhausegebliebenen, nahmen zwei Schülerinnen und die Initiatorinnen des Begegnungsprojekts die Ehrung entgegen und bedankten sich zweisprachig. Uns Schülern zeigt der Preis einfach, dass unser Einsatz und unser Begegnungsprojekt wahrgenommen wird. Und wir fühlen uns als, ja, als ein kleines Vorbild für ein gemeinsames Europa. Ein herzlichen Dank an alle, die uns hier ermöglicht haben. I think that it's worth mentioning that young people, no matter how hard times we go through, find time and inspiration to work for reconciliation and peace. That is against the belief in full democracy. Danke. Die Redaktion des Fußballmagazins Elf Freunde erhielt im Anschluss den Preis gegen Vergessen für Demokratie als Vorreiter einer neuen Fußballkultur gegen rechts. Die Freiheit nicht nur der Gedanken, sondern auch des Handelns griffen die Initiatorinnen des Schülerprojekts und ihr Laudator im Anschluss an die Veranstaltung noch einmal auf. Να προχωρήσουμε μαζί σε μια Ευρώπη και σε έναν κόσμο που τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και να αφήσουμε πίσω, χωρίς να ξεχνάμε, το παρελθόν και τις αντιπαλότητες. Gerade in einer Zeit, wo die Ereignisse in großer Geschwindigkeit vonstatten gehen. Und gerade in so einer Zeit ist es wichtig, dass eben Schüler gemeinsam ein neues Kapitel der Geschichte eröffnen und schreiben. Dieses Projekt der deutsch-griechischen Schülerbegegnung macht deutlich, wie wichtig das ist, in der historisch-politischen Bildung Projekte von unten anzustoßen. Starke Statements zum Abschluss eines besonderen Vormittags. Ausgesprochen an einem besonderen Ort.